Ninjustice an Pokémon mit den Typen Käfer und Flug und existiert seit der dritten Spielgeneration. Es entwickelt sich aus Nincada und ist ein mittelgroßes, flugfähiges und Zikaden-ähnliches Pokémon, das hauptsächlich schwarz, gelb und weiß gefärbt ist. Der Großteil seines Körpers ist hierbei schwarz, lediglich der Kopf ist dominierend gelb gefärbt. An Hinterleib und Rücken sind ebenfalls gelbe Stellen zu erkennen. Es hat einen länglichen Körper und die beiden kleinen Hinterbeine sind kaum zu erkennen und dementsprechend kurz. Die vorderen Gliedermaßen dagegen sind etwas länger und weisen krallenähnliche Strukturen auf. Auf dem Rücken wachsen die Beine Flügel, die aus je einem langen und einem kürzeren Teil bestehen. Die Flügel sind hauptsächlich weiß, jedoch mit dünnen schwarzen Linien durchzogen und am Rand mit roten Stellen gemustert. Der Kopf ist rundlich und hat zwei abgerundete kurze Hörner vorzuweisen. Mundwerkzeuge sind nicht zu erkennen und die starren Augen sind rot-weiß gefärbt. In der Shiny-Form stand Ninjask insgesamt in gelben Tönen. Ninjask weist einen fragilen Körper auf, kann jedoch mit Hilfe seiner scharfen Klauen großen Schaden anrichten. Bezeichnet jedoch ist seine unfassbar hohe Geschwindigkeit, die es zu einem der schnellsten Pokémon überhaupt macht. Es bewegt sich dabei so schnell, dass das menschliche Auge es nicht mehr wahrnehmen kann, was sich auch in den Attacken Agilität und Doppelteam widerspiegelt. Im Angriff verlässt Ninjask sich auf seine scharfen Krallen, die es für Attacken wie Zornklinge, Kratzfurie oder Kreuzschere verwendet, sowie mit Schwerttanz weiter schärfen kann. Zudem bewirft es Gegner mit Sand, um ihnen per Sandwirbel die Sicht zu rauben oder saugt ihn mittels Absorberkraft ab. Ninjask lebt in baumreichen Waldgebieten, wo es sich von Baumsäften und Harz ernährt, welches es mit seinen kräftigen Klauen freilegt. Da es sich so schnell bewegt, dass man es kaum sehen kann, galt es lange Zeit sogar als unsichtbar. Es zeichnet sich jedoch durch einen charakteristischen schrillen Gesang aus, welcher Kopfschmerzen auslöst und Feinde dadurch irritiert. Ninjask gilt als sehr fordernder und anspruchsvoller Partner. Wird es nicht richtig trainiert, reagiert es ungehalten und schikaniert seinen Trainer mit seinem schrillen Singen. Es verweigert dann das Gehorsamsein und stellt Trainer auf eine harte Probe. Dabei stellt Ninjask den letzten Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe dar, wobei diese eine einzigartige Besonderheit aufweist. Bei der Entwicklung des Kaders entstehen unter den richtigen Bedingungen zwei verschiedene Pokémon gleichzeitig. So kann neben Ninjask zusätzlich noch ein Ninja Tom entstehen. Bei der Entwicklung bricht Nincadas Käferpanzer ähnlich einem Kokon auf und entlässt das flugfähige Innere, welches große Flügel ausbildet. Die leere Hülle wiederum entwickelt ein Eigenleben als eigenständiges Pokémon. In Spielen Hauptreihe wird die Entwicklung von Nincada zu Ninjask durch das Erreichen von Level 20 ausgelöst, führt der Trainer höchstens 5 Pokémon mit sich und hat noch einen leeren Pokéball dabei, bildet sich auch ein Ninja Tom. Seit der vierten Spielgeneration muss es sich dabei um einen normalen Pokéball handeln, entwickelt sich ein schillerndes Nincada, so sind sowohl Ninjask als auch Ninja Tom Shiny Pokémon. Mit der Typenkombination ist Ninjask immun gegen Bodenattacken, nimmt Viertelschaden gegen Pflanzen und Kampfattacken, halben Schaden gegen Käferattacken, doppelten Schaden gegen Feuer, Elektro, Eis und Flugattacken, vierfachen Schaden gegen Gesteinsattacken und der Rest macht normalen Schaden.